Ja, das ist uns immer auch wichtig. Klar, das ist dann auch beim Dennis Gaming TV. Falls ihr da noch nicht abonniert haben solltet, ein Abo dalasst, weil das sag ich, der Bundestrainer, weil das ist dann immer auch wichtig für die Mentalität. Klar. Servus YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 20 Karrieremodus-Experiment. Nachdem wir beim letzten Video dieser Art den FC Schalke 04 dran hatten, ist heute ein weiterer Verein dran und wir werden uns anschauen, was aus diesem geworden wäre, wenn er seine besten Spieler allesamt behalten hätte. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, wir machen mal gar kein Geheimnis daraus. Für das heutige Video haben wir den Top-Kommentar aus dem letzten Video dran. Der war nämlich der folgende und deswegen ist heute der VfB Stuttgart dran. Gemeinsam mit der Knappenschmiede auf Schalke leistet man hier in Stuttgart wohl die beste Jugendarbeit in ganz Deutschland. Nur das Problem ist, dass man wirklich so gut wie gar nichts aus dieser Jugendarbeit macht. Einige Beispiele gefällig. Dafür müsste man eigentlich nur in die Nationalmannschaft reingucken. Und da sieht man schon beispielsweise Leistungsträger wie Timo Werner, Joshua Kimmich oder auch Serge Gnabry, die allesamt einen Stuttgarter Background haben. Jetzt würde man denken, dass der Vorstand in Stuttgart wahrscheinlich in Geld schwimmt, wenn man sich die Namen mal so betrachtet im heutigen Fußball. Aber naja, so ist es irgendwie nicht. Also sie spielen in der zweiten Liga, sind da vor kurzem wieder abgestiegen und hoffentlich steigen sie wieder in die erste Liga auf, weil Stuttgart gehört in meinen Augen eindeutig dahin. Heute werden aber Fehler gerade gerückt und unter anderem die drei genannten Spieler, aber auch viele weitere Spieler kehren heute zu ihrem Ursprung, nämlich zum VfB Stuttgart zurück. Vorab, bevor ich euch jetzt die Mannschaft präsentiere, wollte ich mich erstmal bedanken für den unfassbar krassen Support auf das letzte Video dieser Art hier mit dem FC Schalke 04. Das ist nämlich nicht mal eine Woche online und hat fast schon über 80.000 Klicks und einfach mal 4.600 Likes oder so. Einfach nur unfassbar krass. Umso mehr würde es mich freuen, wenn wir auch auf das heutige Video so eine ähnliche Like-Anzahl packen würden. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um in der Zukunft auch keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und abschließend natürlich, schreibt doch gerne Vorschläge für weitere Vereine, mit denen wir solche Videos machen sollen, in die Kommentare. Like gerne Vorschläge hoch und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zur VfB Stuttgart-Mannschaft ohne Abgänge. Also ich würde mal sagen, im Vergleich zu dem, was hier normalerweise bei Stuttgart rumdümpelt, ist das schon, was wir jetzt hier aufgebaut haben mit den Abgängen, ziemlich krass. Wir beginnen auf der Stürmerposition mit dem, muss man ehrlich gesagt sagen, heutzutage wohl besten Stürmer mit einer Gesamtstärke von 86, nämlich Timo Werner. Der hat den Verein vor 4 Jahren verlassen zum Abstieg der Stuttgarter zur Saison 16-17 und ist eben mittlerweile einfach unfassbar krass, eine richtige Tormaschine mittlerweile und hat den Verein damals für schlappe 14 Millionen Euro verlassen im Alter von 20 Jahren und hat sich in diesen 3-4 Jahren einfach nur ganz stark entwickelt. Im selben Transferfenster hat den VfB Stuttgart Philipp Kostic verlassen. Für den lief es ursprünglich gar nicht so gut. Der ist nämlich zum HSV gewechselt und da ebenfalls abgestiegen. Also es lief eigentlich katastrophal. Aber so ein Wechsel zur Eintracht, der kann tatsächlich Wunder bewirken. Denn da konnte Philipp Kostic endlich dieses nachgesagte Potenzial zeigen. Hat wirklich diese Saison auch vor allen Dingen unfassbar krasse Werte in Form von Toren und Vorlagen. Und mal gucken, ob der nicht vielleicht in der kommenden Sommertransferphase vielleicht zu einem europäischen Topverein wechselt. Auf der anderen Seite haben wir Serge Gnabry und Leute, was soll ich zu dem sagen? Diese Story ist einfach nur unfassbar krass und ich versuche das Ganze einfach mal in Kurzformat zusammenzufassen. In Jugendjahren beim VfB Stuttgart extrem talentiert gewesen. Unfassbar früh im Alter von 16 oder 17 Jahren den Verein verlassen in Richtung Arsenal. Dort konnte er aber niemals Fuß fassen. Durch Olympia konnte er sich endlich einmal zeigen und wurde letztendlich von einem Bundesligisten, in dem Fall Werder Bremen, verpflichtet. In der Bundesliga lief es auch nicht schlecht und daraufhin hatte der FC Bayern ihn verpflichtet und direkt an Hoffenheim verliehen. Auch dort hat er sich nochmal weiterentwickelt und ist seit letzter Saison eine tragende Rolle beim FC Bayern. Was eine Story. Im Mittelfeld haben wir dann Sami Khedira, der den Verein 2010 in Richtung Real Madrid verlassen hat. Kann man ihn, glaube ich, auch nicht übel nehmen. Daneben Sebastian Rudi, der den Verein ebenfalls schon in sehr jungen Jahren in Richtung Hoffenheim verlassen hatte. Und zu guter Letzt Joshua Kimmich, den der VfB Stuttgart damals, um Profit zu machen, extra von RB Leipzig zurückgeholt hat und im Endeffekt für 8,5 Millionen an den FC Bayern verkauft hat. Und ich glaube, das war doch ein leichter Fehler. Also, wenn man sich anguckt, was Kimmich damals war und was Kimmich heute ist. In der linken Verteidigung haben wir dann einen bekannten Namen, der ist nämlich auch schon im Schalke-Video vorgekommen. Serhat Kolasinac, ursprünglich Stuttgart-Jugendspieler, relativ früh im Jugendalter schon zu Schalke gewechselt, wo er dann seine Profischritte gemacht hat, aber als Jugendspieler eben Teil des VfB Stuttgart. Gleiches gilt auch für Thilo Kehrer. Daneben haben wir dann Antonio Rüdiger, der den Verein 2016 in Richtung AS Rom verlassen hat. Von dort ging es zu Chelsea, wo er, würde ich mal sagen, mittlerweile einen überdurchschnittlich guten
guter Innenverteidiger geworden ist. In der rechten Verteidigung haben wir dann den Rekordabgang der Stuttgarter Vereinshistorie mit Benjamin Pavard, der im vergangenen Transfersommer den Verein verlassen hat. Natürlich hier die rechte Bahn in Richtung FC Bayern. 35 Millionen Euro wurde überwiesen und wie ich finde, einer der besten Bayern-Transfers des vergangenen Sommers. Wirklich unfassbar krass. Niemals hätte jemand, irgendwer erwartet, dass der so viele Einsätze hat, wie er mittlerweile hat beim FC Bayern. Aber es ist wirklich quasi die Überraschung des Sommers, kann man quasi sagen, für die Bayern-Fans. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch in der Startelf Bernd Leno im Tor, der den Verein 2011 verlassen hat in Richtung Bayern für Leverkusen. Da kam er ja als Ersatz für René Adler hin, der sich sehr schwer verletzt hatte und dort hat er sich eben durchgesetzt. Von Leverkusen ging es zu Arsenal und ja, 84er Gesamtstärke ist auf jeden Fall ein sehr guter Torhüter, würde ich sagen. Okay, nicht sehr gut, aber schon gut. Ihr wisst, was ich meine. Sehr gut, war ein bisschen übertrieben. Auf der Bank befinden sich da noch Ozan Kabak, der den Verein im vergangenen Sommer verlassen hat in Richtung Schalke und zu guter Letzt eben Sven Ulreich, seinen Abgang auch schon einige Jahre her und damit, ja, schon der, wie viel? Vierte Bayern-Spieler in dieser Mannschaft. Sind auf jeden Fall einige von Stuttgart zu Bayern gewechselt. Und so viel dann jetzt erstmal zur Stuttgarter Mannschaft ohne Abgänge. Ich würde mal sagen, die allererste Saison, weil sie eben in der zweiten Bundesliga ist, kann man sich eigentlich schenken, weil ich glaube, mit so einer Mannschaft ist es eigentlich vorprogrammiert, dass wir in die erste Bundesliga aufsteigen sollten. Dafür würde es aber natürlich drei Saisons geben, dafür, dass wir die erste eben in dem Sinne nicht so wirklich behandeln. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir das Ganze einfach mal so schnell wie möglich hinter uns zu bringen und sehen uns am Ende der ersten Saison wieder. So, die erste Saison ist vorbei, wir sind angekommen, Juni 2020 und machen das Ganze einfach mal so kurz wie möglich. Alter Schwede, also die Mannschaft ist schon ziemlich krass, aber 34 Spiele, 34 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen, 105 Tore, gerade mal 6 Gegentore und damit steigt der VfB Stuttgart mit 102 Punkten in die Bundesliga auf. Maximalanzahl. Richtig stark. In dem Sinne beenden wir jetzt auch die erste Saison. Ich würde mal sagen, wie gesagt, es war eigentlich relativ klar und zu erwarten, dass wir eigentlich so durch die zweite Liga marschieren werden. Deswegen jetzt würde ich sagen, der Sprung in die Bundesliga und ich bin gespannt, wie das da ablaufen wird. Mittlerweile also angekommen in der Bundesliga. Die Mannschaft sieht folgendermaßen aus, ist, denke ich mal, heiß darauf, jetzt in der Bundesliga auch loszulegen, nachdem die zweite Liga ja eigentlich so Kindergeburtstag war. Also, ne, keine Niederlage, gerade mal 6 Gegentore. Jetzt wird es interessant. Jetzt also der allererste Härtetest. Wir gehen rein in die Kalendersimulation. Ihr könnt sehr, sehr gerne eure Predictions für diese Bundesliga-Saison bzw. für beide Bundesliga-Saisons unten reinschreiben in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns zur Saisonhälfte wieder im Januar 2021. So, jetzt also angekommen zur Hälfte der Saison in der Bundesliga. Das ist ein ganz anderes Pflaster als die zweite Liga. Da haben wir ja wirklich alles komplett einfach im Vorbeilaufen so hops genommen. Jetzt aber einiges an Konkurrenz am Start. Ob Bayern, ob Dortmund, ob Leipzig, ob Leverkusen und sonstige Mannschaften. Deswegen muss ich sagen, bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie es für die Stuttgarter Mannschaft ohne Abgänge hier in der Bundesliga läuft. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, ich glaube, damit kann man absolut leben. Wir sind Zweiter in der Bundesliga. 12 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, 29 Tore, 13 Gegentore, eine Tordifferenz von 16. Okay, das ist vielleicht nicht absoluter Spitzenwert und ein bisschen entfernt von den Bayern. Aber trotz alledem, wir sind nur 2 Punkte entfernt von den Bayern. Okay, ich habe gerade falsche Statistiken gelesen, weil das war Leverkusen und ich dachte, Bayern wäre schon über uns. Aber nee, jetzt nochmal das Ganze. 12 Siege, 5 Unentschieden aus 17 Spielen, keine einzige Niederlage. 39 Tore, 11 Gegentore, 28er Tordifferenz und eben 41 Punkte auf dem Konto und damit gerade mal 2 Punkte von den Bayern entfernt. Im Pokal stehen wir ebenfalls im Viertelfinale, da ist Köln unser Gegner, eigentlich ein absolut machbares Los und damit könnte man vielleicht auch ein Kandidat sein, der den Pokal vielleicht auch am Ende gewinnt. Mannschaft sieht zur Hälfte der Saison folgendermaßen aus. Wir haben Werner mit einem Plus von 1 mit einer 89, Gnabry mit einem Plus von 2 mit einer 87, Pavard ebenfalls mit einem Plus 2 mit einer 82, Rüdiger mit einer 85, Kehrer mit einer 81, genauso wie Kolasinac, Leno mit einer 89, Kimmich, der allererste Spieler in dieser Mannschaft, der sogar die 90 erreicht. Ansonsten Rudi mit einer 78, Khedira mit einer 79, wird leider Gottes auch immer schlechter. Und Leute, ihr seht schon, linkes Mittelfeld, da spielt González, nicht weil ich ihn auf
aufgestellt habe, sondern weil sich tatsächlich ein Verein, der auch in echt mit Philipp Kostic, ja eben in dem Fall mit Eintracht Frankfurt, in Verbindung gebracht wurde, nämlich Inter Mailand, tatsächlich eben Philipp Kostic geholt hat für 42 Millionen Euro. Und da ist jetzt die Frage, ich habe keine Ahnung, ob das eine Freigabesumme war oder ob Kostic den Verein verlassen wollte, aber ich hoffe einfach mal, dass wir auch ohne ihn irgendwie die Champions League erreichen und dann vielleicht in der nächsten Saison ihn zurückholen können. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ansonsten werfen wir auch mal einen Blick auf die Statistiken und die sehen folgendermaßen aus. Wir haben 13 Tore und 5 Vorlagen von Werner, 8 Tore und 3 Vorlagen von Gnabry, okay, 6 Tore im Einfach von Gonzales und zu guter Letzt eben noch Joshua Kimmich mit 5 Toren und 8 Vorlagen, quasi in beiden eigentlich relativ gut vertreten. Und ansonsten könnt ihr den Rest der Mannschaft sehen, da sind jetzt nicht so die krassen Scorer dabei. So viel dann auf alle Fälle jetzt erstmal zur Hinrunde. Ich würde mal sagen, es sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind auf dem Champions League Platz, wir sind in, ja, im DFB-Pokal immer noch voll am Start, also ich glaube, das könnte definitiv eine sehr gute Saison werden. Wir springen rein in den Kalender, in die Simulation mit Bernd Leno im Hintergrund und sehen uns dann zum Ende der Saison wieder im Juni 2021. Na dann, wollen wir mal schauen. Die Saison ist vorbei und wir blicken jetzt mal, würde ich sagen, live auf die Wettbewerbe. Wir gehen zurück und sind in der Liga am Ende auch Zweiter geworden. Ganz, ganz starke Leistung in der ersten Saison der Bundesliga. Einfach mal Zweiter. Okay, am Ende 8 Punkte Abstand auf die Bayern. Aber das ist, würde ich mal sagen, zu verkraften. Dafür, dass wir vor Leverkusen, Dortmund, Frankfurt, Gladbach, Leipzig und Co. stehen, ist es, denke ich mal, zufriedenstellend. 84 Punkte, wie gesagt, am Ende auf dem Konto. 26 Siege, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen, 73 Tore geschossen, 21 kassiert, Tordifferenz von 52, 84 Punkte auf dem Konto und damit für die nächste Saison tatsächlich für die Champions League qualifiziert. Und so sieht die Mannschaft aus. Werner vorne mit einer 90er Gesamtstärke, Gnabry sogar mit einer 88, Kimmich mit einer 91, Pavard bleibt bei der 82, Rüdiger sogar mit einer 86, Leno mit einer 87, Kehrer mit einer 82 und Kolasinac zu guter Letzt eben noch mit einer 81. Zu guter Letzt ist noch der Blick auf die Statistiken und die sehen folgendermaßen aus. 23 Tore und 6 Vorlagen auf dem Konto von Gnabry. Nee, Werner. Ups. Kann man mal verwechseln. Klar, sehen auch fast gleich aus. 29 Scorer also von Werner. Wir haben 25 von Gnabry, 10 Tore von Gonzales. Okay, typischer Stürmer, keine Vorlage. Und zu guter Letzt 20 Scorer von Joshua Kimmich. Also würde ich mal sagen, ganz ordentliche Werte. Aber vielleicht für die nächste Saison müsste man dann noch so ein bisschen nachlegen. Und damit gehen wir jetzt rein in Saison Nummer 3. Jetzt auch vertreten in der Champions League. Ich bin gespannt, was so möglich sein wird. In die dritte Saison starten wir jetzt erstmal mit 2 Neuzugängen rein. Da haben wir unter anderem Philipp Kostic, den wir eben wieder zurückgeholt haben. Und Santiago Ascasibar, der ja in der letzten Wintertransferphase zur Hertha gewechselt ist. Wir holen ihn wieder zurück. Haben ihn ein bisschen überbezahlt, aber okay. Transfers gibt es irgendwie in diesem Experiment sowieso niemals welche. Deswegen also eben so ein bisschen überbezahlt, aber okay. Kann man, glaube ich, machen. 79er Gesamtstärke ist eine Verstärkung im Vergleich zu 78 von Rudi oder der mittlerweile von Sami Khedira. Was also im Umkehrschluss bedeutet, dass die Mannschaft für die dritte Saison folgendermaßen aussieht. Und damit können wir eigentlich auch schon loslegen mit Saison Nummer 3. Ich bin gespannt, wie es jetzt also ausgehen wird. In der Champions League vertreten, dazu eben noch, ja, wieder mit Kostic und jetzt auch noch mit Ascasibar. Ob das irgendeinen großen Unterschied machen wird oder nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Wir springen wieder einmal rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns im Januar 2022 zur Hälfte der Saison wieder. So, Januar 2022, wir sind angekommen zur Hälfte der Saison und wollen jetzt mal auf die Wettbewerbe blicken. Zusammen mit der Champions League also 3 Wettbewerbe am Start. Da waren wir in einer Gruppe mit Atletico Madrid, den Young Boys Bern und Monaco. Also Gruppenzweiter ist irgendwo mit unserer Mannschaft schon Pflicht. Aber jetzt mal mehr zu den Wettbewerben. In der Liga ist es der erste Tabellenplatz. Hör mir auf. 15 Siege, 2 Unentschieden, keine einzige Niederlage, 41 Tore, 8 Gegentore gerade mal. Damit eine Tordifferenz von 33 und 4 Punkte Vorsprung vor dem zweiten vor Gladbach mit 47 Zählern zur Hälfte der Saison. Im DFB-Pokal sind wir ebenfalls noch drin und da heißt unser Gegner im Viertelfinale einfach mal Hamburg. Also die müssen wir safe besiegen. Und zu guter Letzt die Champions League. Da ist im Achtelfinale Real Madrid unser Gegner. Wir blicken auf den Gegner von Atletico und das ist Paris Saint-Germain. Wir sind Gruppenzweiter geworden, punktgleich mit Paris. Da hat leider Gottes, wie es aussieht, das direkte Duell entschieden und ja, miese Zeiten. Also, ob wir jetzt Paris als Gegner bekommen oder Real als Gegner bekommen, so einen großen Unterschied macht es jetzt auch nicht.
Und ich sehe gerade mal wieder, Kera hat uns wahrscheinlich mit der Freigabesumme verlassen. Deswegen ist hier Kabak und auch Kolaginas hat uns verlassen mit der Freigabesumme. Deswegen ist hier Sosa. Ich sollte darauf mal in der Zukunft echt mehr achten. Die Saison läuft doch gut, weil die Offensive einfach sehr stark ist. 19 Tore und 2 Vorlagen auf dem Konto von Werner. Aber Leute, Kostic, Topscorer, ich hätte es nicht erwartet. Einfach mal 25 Scorer auf dem Konto. Sehr, sehr stark, gefolgt von Gnabry mit 21 und eben Kimmich. Das sind so die 4 Leistungsträger für die Offensive mit 14 Scorern. Okay, so viel dann also erstmal zur Hinrunde. Ich würde mal sagen, es lief sehr, sehr gut. Wir sind Tabellenführer. Mal gucken, wie das Ganze jetzt in der Rückrunde aussehen wird. Ich glaube, in der Champions League gegen Real werden wir nicht so weit kommen, aber vielleicht nationale Erfolge zu feiern, das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Kalender und wir sehen uns zum Ende der Saison im Juni 2022. Das Experiment neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Wir sind am Ende der dritten Saison, Juni 2022, und jetzt werden am Ende der Jagd die Hasen gezählt. Auch wenn wir nur ein 56er Manager-Rating haben, sind wir tatsächlich Meister geworden. 95 Punkte am Ende auf dem Konto. Die Bundesliga hatte keine Chance. 12 Punkte Vorsprung vom zweiten, 31 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, Tordifferenz von 73 und mit 95 Punkten mit Abstand Erster und Meister geworden. Im Pokal sind wir leider Gottes im Halbfinale gegen Dortmund ausgeschieden. Wieso auch immer man Meister wird mit 13 Punkten vor Dortmund und die uns dann einfach mal heim sogar mit 3:0 wegklatschen. Wie auch immer sowas entsteht. Zu guter Letzt die Champions League, da glaube ich sollte es eigentlich relativ klar sein. Wir haben im Achtelfinale verloren und das auch nicht zu knapp, nämlich mit 4:0 gegen Real. Also hier hätte bestimmt mehr drin sein können, wenn ich mal nicht so dämlich wäre oder das Spiel so dumm wäre und immer irgendwelche random Freigabesummen einfügen würde, die dann im Endeffekt dazu führen, dass man nicht drauf achtet und die Spieler einen irgendwie verlassen, weil ich nur Kalender simuliere und da bemerkt man es halt nicht. Super Ding auf jeden Fall. Wir haben Kimmich mit einer 93, wir haben Kostic bei einer 83, wir haben Rüdiger mit einer 87, wir haben Pavard mit einer 84 und im Tor Leno eben mit einer 88. Ja, jetzt mir fehlen so ein bisschen die Worte. Also das kam jetzt ein bisschen sehr überraschend. Am Ende der Saison ist Werner unser Topscorer mit insgesamt 43 Scorer sind es sogar. Gefolgt von Kostic mit 39 Scorern und auch Kimmich kommt auf eine beachtliche Anzahl mit 29 Scorern. Und in dem Sinne soll es das Ganze auch an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen sein. Ja, es wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin gewesen jetzt hier, vor allen Dingen in der letzten Saison, aber es sind halt so Dinge, die kann man nicht beeinflussen, die können halt immer wieder passieren in solchen Experimenten, weil die Freigabesummen, die stelle ich halt nicht selber ein. Die macht das Spiel und ja, manchmal bemerkt man es halt nicht, manchmal bemerkt man es halt zum Glück und ja, in der Zukunft weiß ich auf jeden Fall direkt immer am Anfang gucken, sind da Freigabesummen oder nicht. Weil, ja, die Spieler entwickeln sich halt auch und dann ist es irgendwann wahrscheinlich so wenig, dass ein Verein halt sich denkt, ja, da kann man doch zuschlagen. Aber gut, Leute, das soll es dann endlich gewesen sein vom heutigen FIFA 20 Karrieremodus-Experiment. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, abonnieren, eine Glocke aktivieren, ebenfalls nicht vergessen, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schreibt gerne Vorschläge für weitere Vereine, mit denen wir solche Videos machen sollen, in die Kommentare und like gerne Vorschläge hoch, damit ich sehen kann, was ihr als nächstes sehen wollt. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.